keine Ahnung von den Ahnen? Tim Niedernolte geht auf die Suche nach Vorfahren. Von wegen tote, angestaubte Vergangenheit. Hier wird vergessene Familiengeschichte zum Leben erweckt. Heute ist er in Köln verabredet mit dem Architekten Michael Boisseret. Morgen. Guten Morgen. Hallo Boisseret. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Danke. Ich habe schon was vorbereitet. Das habe ich immer ganz besonders gern. Vor allen Dingen hier in so einem lauschigen Plätzchen. Darf ich? Ja, bitte. Nehmen Sie Platz. Ich sehe direkt schwarz-weiß. So, schauen Sie mal. Wen haben wir denn da? Das ist mein Großvater, den ich leider nicht kennengelernt habe. Er hat mich noch gesehen, drei Tage. Dann ist er leider verstorben. Meine Großmutter. Ja. Ich schiebe das mal weiter hier hoch. Ja. Dann kommen da die Eltern. Eine sehr hübsche, wie ich finde. Absolut. Ja. Aber auch ein hübscher Kerl. So, 1862 geboren, 1928 gestorben. Das hier ist ein bisschen für mich wie Norbert Blüm, ne? Erinnert mich auf den ersten Blick daran. Ja. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu der Generation, die uns ja interessiert. Das ist Bernhard Boisseret mit seiner Frau Elisabeth. Michael Boisseret kann seine Familie bis zu Bernhard Boisseret, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, zurückverfolgen. Einer seiner Brüder war der 1783 in Köln geborene Sulpitz Boisseret. Das ist Sulpitz Boisseret, der in Verbindung zu bringen ist mit dem Dombau. Und darüber mehr zu erfahren, das erhoffe ich mir. Den Dom kenne ich natürlich, aber Sulpitz. Den haben Sie gesehen. Den habe ich gesehen. Ja, schon mal. Der ist nicht zu übersehen. Aber ich habe einen Ahnenforscher im Rücken, der wird jetzt so machen: Kölner Dom, Sulpitz, Boisseret, das sind für ihn wahrscheinlich alle so Leckerbissen. Da weiß er direkt mehr. Und ich bin mir sicher, der findet noch einiges raus. Da bin ich sehr gespannt. Ja? Wenn Sie Zeit haben, gehen wir direkt hin und dann nehmen wir das mit, was wir haben. Ich bin sehr gespannt. Ja? Ich komme mit Ihnen. Sehr gerne. Ahnenforscher Markus Weidenbach hat sich bereits auf die Suche begeben. An einer vielbefahrenen Straße in der Kölner Innenstadt hat er den Standpunkt des Geburtshauses von Sulpitz Boisseret ausfindig gemacht. Eine Plakette erinnert dort an ihn. Herr Weidenbach, da bin ich wieder. Hallo. Das ist Herr Boisseret. Das freut mich sehr. Hallo. Ja, grüß Sie. Hallo. Wieder mal, nee, heute nicht. Keine so schöne Ecke hier, oder? Ich meine. Naja, früher schon. Der Ahnenforscher hat bei seiner Vorrecherche eine Abbildung aufgetan, die zeigt, wie der Straßenzug hier zu Lebzeiten von Sulpitz Boisseret aussah. Hier ist Weidmarkt, Ecke Blaubach, also genau wo wir jetzt stehen. So, und das ist das prächtige Haus, was den Boisserets gehört hat, weshalb hier diese Plakette aufgehängt ist. Das sieht ja prächtig aus. Also das war schon ein ganz schöner Trumm. Ne? Das war schon ein ganz ordentliches. Ja, ging schon so Richtung Palast. Das ist ja schon mal ein Novum. Ja. Und damit gehen wir jetzt ins Archiv. Sie kriegen die Zeichnung. Ja. Gut, okay. Gut. Bis bald. Tschüss. Ne? Ja. Ciao. Die nächste Station für das Ahnenforschungsteam ist das historische Archiv der Stadt Köln. Da beim Einsturz des ursprünglichen Archivs viele Originale beschädigt wurden, gehen sie im Lesesaal des Restaurierungs- und Digitalisierungszentrums online auf die Suche. Über digitalisierte Kirchenbücher hangeln sie sich durch die Generationen der Familie von Michael Boisseret. Da steht also der Bernhard als Sohn von Karl Anton Boisseret, das ist 35. Nach und nach stellt Markus Weidenbach so eine Ahnentafel zusammen. Seine Erkenntnis: die Infos ihres Auftraggebers sind korrekt. Damit ist also klar, der Michael Boisseret ist also ein Urgroßneffe von Sulpitz Boisseret, dessen Plakette wir an der Blaubach gesehen haben. Die erste Aufgabe ist erfüllt. Nun versuchen die Ahnenforscher, noch so viel wie möglich über Sulpitz Boisseret und seine Verbindung zum Kölner Dom in Erfahrung zu bringen. Zur damaligen Zeit war der Dom eine Bauruine. Der Kunst- und Architekturhistoriker Sulpitz Boisseret hatte Stiche anfertigen lassen, damit alle sehen konnten, wie jämmerlich es um den Dom bestellt war. Nur der Südturm existierte als Stumpf und in 58 Metern Höhe ein Baukran, der schon seit 300 Jahren nichts mehr bewegt hat. Bei ihrer Online-Recherche stoßen Tim Niedernolte und Markus Weidenbach auf ein interessantes Buch von Sulpitz Boisseret. Er schreibt also hier Klartext. Ne? Von der Vollendung des Domgebäudes. Ja. Er hat die Vision auf jeden Fall. Das kann man ihm nicht abstreiten. Er war einer der Ersten, der gesagt hat, ja, warum denn nicht? Für ihn war das klar, also dieser Dom, das ist, sagt er, wie ein Berg Gottes. Und er schreibt also, am Ufer des Rheins würde ein neues Weltwunder vollendet. Boisseret verliert in seinem Buch jedoch kein Wort darüber, wie er die Vollendung des Doms technisch, aber vor allem finanziell meistern will.
Markus Weidenbach hat aber eine Vermutung, wo er mehr darüber erfahren kann. Er hat ungefähr 5000 Briefe hinterlassen. Und ich bin sicher, dass man in diesen Briefen noch etwas findet, was uns mehr Hinweise gibt. Wie hat er sich das selber gedacht? Dann melden Sie sich doch, wenn Sie mehr haben. Und diesmal schlage ich den Ort vor. Wir können keinen anderen Ort nehmen als den Dom, oder? Und Sie wissen, wo der ist. Ja, ich denke, ich jetzt finden. Ich auch. Der Kölner Dom. Das größte Stadtwahrzeichen Deutschlands. Eines der höchsten Kirchengebäude der Welt. Hier trifft sich das Ahnenforschungsteam erneut mit Michael Boisseré, um ihm die gesammelten Erkenntnisse zu präsentieren. Dort, also von dem Ende des Querschiffes bis da, wo diese mächtige Säule ist und die beiden Türme trägt, das ist alles das, was ohne Sulpice Boisseré gar nicht existieren würde. Das ist die Baulücke, die reicht von da hinten bis da vorne. Und da war eine Wand eingezogen, sozusagen abgesperrt, bis die Bauarbeiten weitergehen. Und die Bauarbeiten, die sind ja dann Jahrzehnte, eigentlich jahrhundertelang nicht weitergegangen. Ein Hauptgrund dafür, die originalen Baupläne waren lange verschollen. Doch es gelingt Sulpice Boisseré, sie wiederzufinden. Einen Teil ersteht er über eine Quelle in Paris. Ein weiterer Teil des Originals taucht an einem abenteuerlichen Ort auf. Auf dem Speicher einer Darmstädter Gaststätte, wo er zum Trocknen von Bohnen verwendet wurde. Als Sulpice Boisseré die Pläne zusammenfügt, ist der gewaltige originale Bauplan wieder komplett. Die zusammengesetzten Pläne werden nun in einem abgesperrten Bereich des Kölner Doms aufbewahrt. Wahnsinn, oder? Oh, das ist aber, ja. Wie hoch, ne? Auch der Plan hier, da merkt man die Dimension mal. Man kriegt den. Wie ist das für Sie, Herr Boisseré, wenn Sie wissen, dass Ihr Großonkel diesen Plan gefunden, in der Hand hat und auch umgesetzt hat, zum großen Teil? Ja, ich meine, das ist schon ein erhebendes Gefühl. Ich kriege eine Gänsehaut, ja. Aber um das vielleicht noch besser fassen zu können, was dahinter steckt, diese Dimension, Ihre Gänsehaut, muss man natürlich nach oben, Herr Weidenbach, oder? Das ich würde nicht aus dem Dom rausgehen. Nie ohne Witz? Nein. Als Kölner, als Boisseré? Weil ich mit Angst zu tun habe, wir kommen im aber Club. Mit Ihnen komme ich mit. Ja, ich habe auch eine Angst. Alles klar. Die Fertigstellung des Kölner Doms hat Sulpice Boisseré nicht mehr erlebt. Doch an seiner Stadt kann nun sein Nachfahr Michael Boisseré den atemberaubenden Ausblick vom Vierungsturm in 70 Metern Höhe genießen. Oh, das ist ja irre. Wahnsinn. Oh. Ja. Hat sich gelohnt, oder? Oh, ich muss mich festhalten. Eine der größten Leistungen von Sulpice Boisseré, er hat eine, wenn auch ungewöhnliche, Lösung für die Finanzierung des Mammutprojekts gefunden. Die Idee der Wahl, das ist eine Lotterie. Das hat jahrhundertelang immer wieder funktioniert. Aber sagen Sie mal, Glücksspiel und Kirche, gerade zu den frühen Zeiten, wie passt das zusammen? Eigentlich passt das überhaupt nicht zusammen. Zwei Jahrzehnte hat sich die Kirche gegen eine Lotterie zur Finanzierung des Dombaus gesträubt. Bis unter anderem Sulpice Boisseré anregte, sie als Prämienkollekte zu verkaufen. Da steht auch erstes Los, da Prämie 100.000 Taler, was astronomisch ist. Ja. Also das ist ein Millionenbetrag. Ich glaube, das war jedem, der in Deutschland ein Los gekauft hat, ganz klar. Das war keine Kollekte, ja? Es geht um die Prämie. Und natürlich, das ist im Prinzip das ist ein Geschäft mit der Gier. Gier hin oder her, die Lotterie machte die Vollendung dieses Weltwunders am Rhein im Jahr 1880 erst möglich. Zu diesem Zeitpunkt war der Kölner Dom das höchste Gebäude der Welt. Das war toll, hier oben zu stehen und das zu erleben. Also, vielen Dank. Danke. Ja, alles Gute. Ja. Vielen Dank. Und weniger ich auch vor. Ja, okay. Bitte. Ich folge. Ja. So. Ho, ho, ho. Mit diesem Fall endet die Ahnenforschungsreise durch Nordrhein-Westfalen. Doch schon bald gehen wir in einer anderen Region Deutschlands den Ahnen auf die Spur.